Jo Leute, willkommen zu einem kleinen spontanen Video von mir. Ich bin hier gerade unterwegs mit dem Victor. Ja, grüß euch, Freunde. Grüß euch. Ja, Leute, heute kein richtiges Video. Ich muss euch aber etwas berichten, beziehungsweise ich musste nicht, aber ja, ich habe es schon in die Instagram-Story gepostet für die Leute, die mich fleißig verfolgen. Und zwar, wir sind hier gerade in Düsseldorf. Das ist jetzt nicht sofort gerade passiert. Wir sind gerade hier in meinem Auto unterwegs. Ich hoffe, man sieht Kennzeichen nicht. So, ja, super. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Ich hatte in letzter Zeit ein wenig Unglück mit den Autos. Ja, Leute, was ist passiert, fragt ihr euch jetzt natürlich. Ja, also ich habe frisch meine Sommerreifen drauf bekommen. Ich bin 2 Stunden lang gefahren, beziehungsweise 2 Stunden danach bin ich gefahren und habe kurz für 2 Sekunden nicht auf die Straße geschaut. Und dann habe ich den Bordstein ein wenig mitgenommen. Ich zeige euch das mal gerade. Ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen hier. Bisschen komplett die Felge außen aufgerissen. Ganz armes Deutschland, was hier gerade vor sich geht. Ja, also auf jeden Fall richtig schön tief drin. Ja Leute, was lernen wir daraus? Immer schön auf die Straße achten. Du bist auch, lieber Victor? Ja. Ja. Und warum mache ich das Ganze? Und zwar hatte ich gedacht, wenn ich schon kein richtiges Video machen kann, weil wir sind gerade ein bisschen im Stress hier, ein paar Sachen am Regeln, dann kann ich euch wenigstens hier gerade noch 2, 3 Stories auspacken. Und zwar ist das schon mal das eine Malheur, was mir mit dem Auto passiert ist. Das zweite war, letztens, ich war auf dem Weg nach Düsseldorf, Autobahn so, war dreispurig, ich bin auf der ganz linken Spur. Denke mir so nichts Böses, auf einmal alle Autos werden so langsamer, fängt so Stau an so, ich bremse auch so runter, Schrittgeschwindigkeit so. Ich gucke so in den Rückspiegel, sehe so aus 50 Metern kommt halt so ein Auto. So. Und ich denke so, ja, so lange kannst du langsam mal so abbremsen. Ne? bremst nicht. Ich gucke so in den Rückspiegel, konnte einfach sehen, wie das Auto so in mich reinfährt. So. Ich so, Alter, ist das dein Ernst so? Ich steige aus. Die Frau steigt auch aus, die mir reingefahren ist. Ich so, haben sie es nicht gesehen oder waren sie am Handy oder was? Alter, so die ist aus 100 Metern in mich reingerollt und da war kein Auto zwischen so. Und die fängt auf einmal an, mit mir Englisch zu reden und kommt aus China, ist nicht mal aus Deutschland. Die ist hier beruflich und das war ein Leihwagen. Und da hab ich gesagt, Alter, ey, warum hab immer ich so ein Pech, Alter? Wäre ich 1 Minute später irgendwie losgefahren, wäre das nicht passiert und so. Voll unnötig, auf jeden Fall. Und jetzt noch die dritte Sache, wo ich Pech hatte. Ich habe über mein Management bei Mercedes ein VIP-Leasing beantragt. Das kriegen ja alle YouTuber irgendwie, die... ja, sag ich mal, 500.000 Abos plus haben oder so, gibt es da keine so Richtlinien, aber ich habe es halt auch mal beantragt, wurde leider abgelehnt, bin nicht relevant genug, also das Auto hier habe ich mir jetzt auch gekauft und nicht geleased oder so, und VIP-Leasing, müsst ihr halt wissen, sind die überkrassen Konditionen, da kriegt man das Auto so übertrieben günstig, hätte mich natürlich gefreut, aber ja, leider nicht geklappt. Und ja, dann habe ich auf einmal doch eine Zusage bekommen von, also mein Manager hat da so irgendwie was so geregelt mäßig. Dann sagt er so, ja, hier konfiguriere dein Auto, ich konfiguriere mir so einen übernicen E-Coupé, so den neuen. Und schickt ihm dann so, sagt er mir so 2 Wochen später, vor allem ich dann so bei meinen Freunden so, ja, Alter, das hat geklappt, wir haben uns so voll gefreut. So. Und dann auf einmal so, ja, nee, das klappt irgendwie doch nicht, was dazwischen gekommen. Da dachte ich mir so, Alter, dann sag mir doch vorher nicht zu, Mann. So, also dann, ja, ist es halt so, dass ich mir in 3, 4 Monaten oder so, werde ich mir dann E-Coupé wahrscheinlich kaufen, wenn halt alles super läuft. Ja, das waren so die kleinen Auto-Stories von mir. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr sowas öfter sehen wollt, ein wenig Gelaber. Deswegen ja, heute wenig Fashion-Themen, aber trotzdem hier im Balenciaga-T-Shirt unterwegs, Leute. Ihr wisst. Ja, das war's von mir. Auf deinem Kanal kommt morgen kein Video. Ja, ist schade, der Victor ist ein bisschen faul geworden nach dem Victor Braun Release, würde ich jetzt sagen, gell? Ja, okay. Wir sind jetzt noch ein wenig unterwegs und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ja, dann sehen wir uns am Mittwoch aus meiner Türkis.